Hallo und herzlich willkommen hier zu Kopf in einem Knall. Ich möchte euch heute Bridge vorstellen. Bridge ist ein Programm, mit dem ihr Minecraft-Addons erstellen könnt für die Minecraft Windows 10 Edition. Und in Bridge könnt ihr Skin-Packs, Weltvorlagen, Resource-Packs und Behavior-Packs erstellen. Also es ist ziemlich umfangreich und viele Entwickler, sage ich jetzt mal, vom Minecraft Marketplace haben das Ganze auch schon benutzt, wie ihr hier an der offiziellen Website von Bridge sehen könnt. Hier könnt ihr quasi ein paar Packs sehen, welche Packs quasi Bridge benutzt haben. Und das findet ihr unter bridge-core.app. Und dort könnt ihr euch das Ganze auch herunterladen. Bridge befindet sich gerade in der zweiten Version. Und in der zweiten Version ist es so, dass Bridge online stattfindet. Also ihr klickt hier auf Open Editor, dann öffnet sich ein Fenster. Das bedeutet, ihr könnt es im Browser ausführen, aber auch in der App. Da wird euch dann hier ein Fenster angezeigt, das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Ein Fenster angezeigt, wo ihr das Ganze dann runterladen müsst, also die App bzw. das Programm. Und dann könnt ihr das quasi benutzen. Aber wenn ihr nicht diese Online-Variante haben wollt, dann müsst ihr hier auf der ganz normalen Seite hier auf dieses GitHub-Symbol klicken. Dort klickt ihr dann auf Bridge. Hier klickt ihr dann auf dieses Symbol. Und dann habt ihr hier die Dateien, also quasi müsst ihr euch dann aussuchen, welches Betriebssystem ihr habt. Und hier ist quasi für Mac, hier für Windows und hier für Linux. Da kenne ich mich leider noch nicht so richtig aus. Also selber mal ein bisschen reingucken. Ich habe mir hier, wie gesagt, die zweite Version geholt, da das jetzt so keinen großen Unterschied gemacht hat. Und genau, jetzt zeige ich nochmal, wie genau ihr das runterlädt. Da geht ihr nochmal hier auf die ganz normale Seite und klickt dann hier auf Editor und klickt dann dort auf Getting Started. Dort seht ihr dann dieses Fenster. Also wird es bei euch dann aussehen. Und da klickt ihr dann auf Install App. Ich kann hier ein bisschen reinzoomen. Also ihr klickt dann hier auf Install App, dann auf Select Folder. Also da müsst ihr dann quasi entscheiden, wo das Ganze hin installiert werden soll. Und hier packt ihr dann euren com.mojang Ordner rein. Ich glaube, das ist jetzt selbsterklärend, was es ist. Es ist quasi der Minecraft Windows 10 Ordner. Falls ihr nicht wisst, wo der genau ist, dann seht ihr unten ein Video verlinkt, wo ich das Ganze erkläre, wie man allgemein Addons erstellt. Und dann könnt ihr hier direkt anfangen, indem ihr hier entscheidet, ob es Raw Text oder ein Three-Editor sein soll. Dort komme ich gleich zu, was genau dort der Unterschied ist. Wir können das Ganze jetzt schließen, denn ich habe das Ganze jetzt hier als Programm heruntergeladen. Und hier müsst ihr jetzt hier auf Confirm und Dateien bearbeiten klicken. Das ist quasi einfach nur dafür da, dass ihr quasi akzeptiert, dass sie auf eure Minecraft Texture Packs, Behavior Packs zugreifen können, damit sie das Ganze quasi dort rein kopieren können. So, jetzt habe ich es. Das war ein schwerer Satz für mich. Also, wenn ihr da drin seid, habt ihr dann erstmal so ein leeres Fenster wie hier, bloß dass hier noch keine Sachen angezeigt werden. Und dort klickt ihr dann einfach auf Neues Projekt. Hier müsst ihr dann entscheiden, was soll euer Projekt quasi sein, also was soll darin passieren. Normalerweise klickt man hier auf Verhaltenspaket und Resource-Paket und dann ist das Ganze auch fertig. Hier müsst ihr, wenn ihr nicht in der Snapshot-Welt oder so spielen wollt, müsst ihr hier alles außer dieses Caves and Cliffs aktivieren. Und dann könnt ihr hier ein Logo reinstellen, hier einen Namen. Dort gebe ich einfach mal Test ein. Dann bei der Beschreibung gebt ihr auch Test ein. Dann braucht ihr noch ein Auto. Da gebe ich jetzt einfach mal GameLog YouTube ein. Dann macht ihr die Zielversion. Ich bin jetzt hier in der 1.17.3. Und jetzt aktiviert ihr hier noch diesen Button, damit in dem Verhaltenspaket als auch im Resource-Paket in Minecraft angezeigt wird, welcher Name und welche Beschreibung ihr eingegeben habt. Ihr könnt jetzt noch einen Präfix entscheiden. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich mache jetzt einfach mal Test. Der Präfix ist dann quasi das, was in Minecraft euch dann quasi angezeigt wird, wenn ihr eingebt slash gif at s und dann müsst ihr quasi eingeben Test, Doppelpunkt und dann den Namen bzw. die ID, die ihr für das Item oder für die Entität eingestellt habt. Jetzt erstellen wir das Ganze. Und jetzt ist es auch schon fertig. Also ihr könnt jetzt hier einfach auf diese drei Punkte klicken, auf New File und könnt dann hier Items erstellen, Entities erstellen, normale andere Dateien.
Also ihr könnt euch hier erstmal komplett ausleben. Ich wollte jetzt nur mal zeigen, was das Ganze ist und wie ihr euch das holt, weil wir in späteren Videos jetzt noch damit arbeiten werden. Und um euch kurz mal zu demonstrieren, was man damit alles machen kann, sehen wir uns gleich in Minecraft wieder, denn dort habe ich ein kleines Pack für euch vorbereitet. So, wir sind jetzt in Minecraft und ich kann ja euch mal kurz zeigen, was ich damit schon alles gemacht habe. Und ja, wir fangen direkt mal an. Und zwar habe ich erstmal ein paar neue Items hinzugefügt. Und mit diesen Items, die kann man natürlich auch herstellen, indem man die Erze dafür farmt. Die Texturen sind noch ein bisschen verschwommen, da werde ich nochmal dran arbeiten müssen. Aber dort könnt ihr dann quasi in diesem Programm, in Bridge, könnt ihr dann quasi diese Items erstellen, auch diese Blöcke erstellen und ganz wichtig, die Rezepte erstellen. Also dieses Rezept quasi, dass dieses Erz jetzt zu diesem Eisen wird. Und das könnt ihr quasi auch dort erstellen. Das müsst ihr sogar erstellen, wenn ihr wollt, dass euer Erz quasi irgendeine Funktion hat. So, dann könnt ihr natürlich Rüstungen erstellen. Diese Rüstungen müsst ihr erstmal als Item so erstellen. Also erstmal allgemein, wenn ihr in Bridge eine Rüstung erstellt, dann erstellt sich automatisch ein Model und ein Item. Das Item müsst ihr dann selber texturieren und das Model müsst ihr dann nochmal auch einmal texturieren. Das Ganze würde dann so aussehen und genau, die Items könnt ihr dann quasi auch beliebig bearbeiten. Weil ich damit sagen will, die Items können anders sehen als das Model. Genau. Dann könnt ihr hier Tools erstellen, also zum Beispiel Waffen oder Spitzhacken oder halt das andere, was ihr in Bridge dort gesehen habt. Ihr könnt auch darauf Effekte legen. Das bedeutet, wenn ihr jemanden angreift, könnt ihr einen Effekt bekommen oder einfach nur, wenn ihr Items benutzt. Dann könnt ihr hier noch andere Items erstellen. Dann könnt ihr hier noch Blöcke erstellen, Erze erstellen. Und was das Coole ist, man kann auch mit 3D-Models arbeiten. Dazu werde ich auch nochmal später kommen. Und zwar nennt sich das Programm Blockbench. Das ist quasi ein 3D-Editor für Minecraft. Dort könnt ihr 3D-Models erstellen. Und genau, für alles hier existieren Rezepte. Das bedeutet, ist schon ziemlich viel Arbeit, aber es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, wenn man das dann anderen Leuten präsentieren kann und wenn man auf jeden Fall damit dann auch spielen kann. Genau, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit Bridge. Und es werden jetzt auf jeden Fall weitere Videos noch mit Bridge kommen, wo ich euch bestimmte Sachen erkläre oder auch einfach nur Packs vorstelle. Und genau, das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.